So, und damit Hallöchen, neue Aufnahme, neues Glück. Wir wollen mal gucken, ob wir das hier... Achso, hier müssen wir hin. Ob das hier nicht irgendwie machbar ist für uns. So. Wir rennen einfach mal. Ich guck mal, ob das hier funktioniert. Oder ob wir dann direkt das Alien auf uns hier aufmerksam machen. Halt die Karten immer mit. Naja, wir sind so leise, wie es geht. Sixen versucht seit Jahren, die gesamte Ausstattung zusammen mit Sevastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Gerede jetzt, Waits. So. Eine Sache würde ich jetzt gerne versuchen. Wir haben ja gerade mit einer Waffe den, den Androiden ausgeschaltet. Ich würde gern versuchen... Warte mal, das lassen wir erstmal an hier. Vielleicht ist es ja so, dass das Alien dann abgelenkt wird dadurch. Wenn es quasi dort dann in den Laser eintritt. Ich habe es gerade hinter mir gehört. Zack, und runter. Okay. Ah doch. Es ist oben in der Dachgeschosswohnung, da soll es auch bleiben. Und zwar, dieser Android hier, den haben wir gerade gekillt mit dem Revolver. Und ich würde mal gucken, der ist nämlich irgendwann in so einer Situation, dass er hier hinten ist. Und da fummelt er irgendwie was rum und guckt nicht, dass wir, jemand an den Terminal könnte. Scheiße, jetzt zum Beispiel. Ich versuch's einfach mal. Wird aber wahrscheinlich schon zu spät sein. Schneller, schneller, schneller. Freigeben. Fehler. Wollen die mich jetzt veräppeln? Die wollen mich ernsthaft veräppeln. Was war das denn? Okay, aber wissen, gut zu wissen, dass das mit dem Android schon mal funktioniert. Dass wir den nicht wirklich killen müssen. Das Dumme ist jetzt nur, es kann sein, dass das Alien wirklich schon unten war irgendwie. Ich habe es gerade, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen, ob es jetzt schon uns aus der Dachgeschosswohnung besucht hat oder nicht. Na komm, wir versuchen es nochmal. Und dann werde ich einfach... Ups, sorry. Dann werde ich einfach mal... Ich glaube, das war schon der richtige Weg. Sixen versucht seit Jahren, die gesamte Ausstattung zusammen mit Sevastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Ja, ja. Genug Gerede jetzt, Waits. Lalala. Puh, der war knapp. Hallo? Na komm, beweg dich. Ja, tolle Animation. Die haben wir jetzt, glaube ich, schon zum 7. Mal gesehen. Ich finde die super. So, dann schnippeln wir den mal hier durch. So, einmal runter. Ja, einmal rüber. Einmal hoch. Und nochmal rüber. Sehr gut. Dann ist er offen. Und dann gehen wir mal wieder zu unserem Lieblingsmannequin. So, gehen wir direkt hin. Ohne irgendwelche Umschweife. Hallo? Er ist da. Er geht jetzt direkt nach hinten. Das heißt theoretisch... Ne, wo geht denn er jetzt hin? Ach. Verstehst du? Deshalb. Ah. Das ist ja obermies.
Okay, ich verstehe. Also wir müssen unbedingt diesen Laserscheiß da ausmachen. Und dann haben wir, glaube ich, auch eine Chance hier. Jetzt verstehe ich. Okay, das ging gerade schief. Und weil der Laser quasi Alarm geschlagen hat, hat das Alien das irgendwie gehört. Und naja, hat halt die Lasersensoren bei sich im Ohr. Ja, ja. Ja, machen wir doch. Wir machen es super leise. Vor allem jetzt, wo wir wissen, wie das Rätsels Lösung ist. Hat ein bisschen gedauert, ehe wir da hingekommen sind. Tut mir auch leid, dass wir hier 500.000 Mal angefangen haben. Und ich hoffe auch für euch... Halt's Maul, Waits! Und ich hoffe auch für euch, dass wir... Oder dass ich das alles rausgeschnippelt habe. Okay, genug Rede jetzt, Waits. So. Ach, dammit. Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir noch. Puh, sehr gut. Plasmaschneider, nein. Ohne Subkutan ist natürlich geil. Ja, Supi Ani. Komm. Okay. Dann machen wir aus, das machen wir an. Raus und weg. Mein Gott. So, okay. Dann mal hier den Plasmaschneider ansetzen. Ja. Hoch. Nüber. Runter. Sehr gut. Tür auf. Hebel ansetzen. Zack. Jawohl. Und dann hier durch. Ich weiß gar nicht, wo hier... Ich glaube, nur hier drinnen kann das Viech herkommen, ne? Da oben ist so eine Lüftungsgeschichte. Genau. That's the only way where it comes from. So. Jetzt geht er dahin. Jetzt macht er da irgendeinen Scheiß. Ich hoffe, das reicht. Bitte, bitte lass es reichen. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Geschafft! Ich werde bekloppt, wir haben es echt geschafft. Jetzt müssen wir, natürlich müssen wir den Weg wieder zurück, ist ja logisch. Aber ich glaube, wir können das auch über die Leiter jetzt erreichen. Ja, zumindest hier diesen Leistungsschalter des Analyselabors. Okay, der Android ist zumindest erstmal noch am Leben und gut gesinnt. Und die Tür ist verschlossen. Ach, Jesus, ernsthaft? Ist nicht euer Ernst. Okay, doch. Backtracking angesagt. Na, das macht nichts. Da stehen wir da drauf. Vor allem dann, wenn das Alien nicht in der Nähe ist. Gerne wissen, wo es ist. Und ich würde gerne da drüben rein. Wo sind wir denn hier? Aha. Neues Abteil, Depot. Okay. Depot klingt gut. Ach was. Sehr schön. Ich hab's ja irgendwo piepen hören. Wir gehen zuerst zum Speicherpunkt. Da hinten. Oder? Piep, piep, piep. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er doch. Schnell, schnell, schnell. Oh, bitte, 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 bitte. Jawohl. Zack. 3, 2, 1, meins. Sehr schön. Alles klar. Dann, müssen wir, glaube ich, hier hoch. Was ist das hier nur für ein... Muss mich mal ganz kurz hier ein bisschen umgucken. Mhm.
Okay. Zack, wir gehen mal nach oben. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Ich wollte gerade sagen, wir kommen hoch und das Vieh ist direkt uns in der Sichtlinie. Da ist dicht. Hier können wir wieder runter. Na klar, okay. Und hier ist zum Verstecken. Hallo? Was ist das denn hier? Da klemmt ein Stuhl in der Mitte. Kann man irgendwo dann den Laser abschalten? Das wäre uncool, wenn der Zugangscode benötigt. Okay, daher kriegen wir bestimmt den Zugangscode her. Haben wir die Möglichkeit, uns hier zu verstecken? Gott. Ah gut, wir haben ja gerade gespeichert. Nur mal diese Schisserhaft hier. Fehler, freigeben. Abwarten, kein Code. 2743, alles klar. So, einmal rüber. Ich hoffe, wir kriegen was Awesomeness. Gibt es so ein Wort überhaupt? Awesomeness? Was war das? 2743. Hallo? Suche. Sprengkapsel, Elektralagenschrott. Na toll. Das hat sich natürlich gelohnt. Wie Sau. Kriegen wir das auf? Verbesserung Ionenschneider. Na toll. Am Arsch. Ist es. Ich muss irgendwie diesen Laser da drüben auskriegen. Weil wenn er das Vieh sieht, dann springt sie ja mal an und dann beißt sich ja die Maus in den Schwanz. Die Maus beißt sich in den Schwanz. Ich dachte, es wäre weg. Jetzt ist es weg. Oder auch nicht. Huh. Drecksvieh. Stopp, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen nach da vorne. Da ist am Arsch der Welt. Sind wir überhaupt richtig hier oben? Ist eine berechtigte Frage. Analyselabor. Ich glaube, auf jeden Fall in den Raum da drüben müssen wir nicht rein. Schleicht da schon wieder irgendwo rum. Er springt hier nur von Raum zu Raum, das Vieh. Tolle Wurst. Jetzt kommt der Laser hier rüber und ich kann... Achso, das Vieh ist sowieso schon wieder da. Pff, Laser weg. Lass uns schnell vorrennen hier. Hier ist irgendwas von Interesse. Sagt er mir zumindest. Die Tür ist aber verschlossen. Tür verschlossen. So, wir klettern mal runter.
Ich glaube, oben waren wir doch wirklich falsch. Aber hier zeigt das jetzt wieder an. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Stopp. Da fällt mir gerade was auf und ein. Da, wo dieser Laser war, da war ja noch ein anderer Raum. Und vielleicht geht es ja dann doch weiter. Sprich, hier hinten durch, Raum, da wo wir hin müssen. Fuck it. Okay. Der Laser. Unter Strom stehen. Aha. Was für eine tolle Errungenschaft. So, Kamera viel weg. So. Okay. Die Karten nehmen wir mit. Und wir schleichen uns jetzt einfach hier rein. Okay, da ist die Tür. Die können wir aufmachen. Aktivieren Sie eine Leistung. Wo ist denn die Leistungsschalter der Gemini-Anlage? Ja, bitte? In der Tat dort? Willst du mich veräppeln? Nee. Der hier. Und weg. Ich weiß. Das ist nicht so mein... Na, Kumpel? Super, alles voll. Den Hebel könnten wir benutzen. Das machen wir auch immer. Und zack. So. Wo sind wir hier? Ach. I understand. I weiß, where we are. Genau da. Alien hoffentlich weit weg. Dann können wir nämlich jetzt hier backtracken. Ich bin einfach mal so frei. Wir müssen ja, glaube ich, sowieso weg, ne? Also zurück, meine ich. Ich finde den Raum hier irgendwie nice. Da kann ich echt, da kann man echt nicht meckern. Ein paar Reflexionen etc. pp. Alles Wunderbärchen. Und ich würde jetzt doch gerne, da wir jetzt schon wieder einen kleinen weiteren Schritt geschafft haben in der Story, speichern. So, was müssen wir dann eigentlich noch machen? Ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. Warum ist denn das Ding jetzt hier an? Was soll das denn? Na los, komm, schnell. Neue Verkabelung. Sixen. So, einmal die Cam hier deaktivieren, bitte. So, schwupps. Ich glaube, hier müssen wir nicht rein, aber ich versuch's einfach mal. Ist da, glaube ich, natürlich. Ist sogar richtig. Dann werden wir hier den Schalter aktivieren. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Das ist es. Zack und Kawabunga. So. Und der letzte ist wieder hier hinten. Muss ja wieder den Weg latschen.
Ist ja nicht zu fassen. Hab ich vielleicht irgendwie... Ich glaube, ich habe das nicht gelöst. Also hier diesen... Wie sagt man? Diesen Blockade-Dingens von der anderen Seite. Naja, egal. So. Dann latschen wir halt nochmal den Weg. Sei es drum. Was ist das denn hier? Warum ist es jetzt grün? Ach was. Geht es hier durch? Wie geil ist das denn? Wo sind wir denn hier? Ah ja. Okay. Finde ich gut, finde ich gut. I like.